Wir leben in einer globalen, digital vernetzten Welt. In Praxis und Klinik etablieren sich Projekte und Strukturen der Telemedizin. Dieser Prozess braucht klare Rahmenbedingungen, fordert der Vorsitzende und Organisator für Telemedizin und Robotik im Bereich Plenary der Medica Education Conference 2014, Professor Dieter Tschöpe. In der Tat ist es so, dass durch die weite Verbreitung von IT-Technologie auch in der Medizin medizinische Leistungserbringung immer häufiger im virtuellen Raum stattfindet. Das heißt, über weite Strecken, häufig von der klassischen Arzt-Patienten-Situation entkoppelt. Es entsteht eigentlich das, was wir eine neue Soziologie, eine gewünschte Soziologie bringen, wo der Patient mit dem Arzt, mit dem Krankenhaus und wieder zurück in dauerhaften Kontakt steht. Hier haben wir eine Technologie, die möglicherweise ein Ausweg ist, den Sicherstellungsauftrag in unserem Gesundheitssystem auch in Zukunft, auch in den Regionen zu gewährleisten, die möglicherweise ein strukturelles Versorgungsproblem, zum Beispiel durch Ärztemangel, haben. Neben großen Chancen sieht Professor Tschöpe in der Telemedizin auch Risiken für die ärztliche Arbeit und das Arzt-Patienten-Verhältnis. Und deswegen muss man sehr darauf achten, dass wir nicht in eine Welt kommen, wo Telemedizin sozusagen anbieterseitig dominiert wird, sondern wir brauchen sozusagen ein offenes System, wo transparent ist, wer an der telemedizinischen Leistungserbringung teilnimmt. Im Sommer 2013 wurde die Kommission Telemedizin innerhalb der DGIM ins Leben gerufen. Bereits zur Jahrestagung 2014 konnte das Expertengremium unter Vorsitz von Professor Tschöpe Leitsätze zur Implementierung telemedizinischer Leistungen vorstellen. Aus dieser Arbeit heraus, und das ist vielleicht das Wichtigste, weil es hier bei diesem Kongress sozusagen zum ersten Mal veröffentlicht ist, hat die sehr breit aufgestellte Kommission Leitsätze entwickelt, 7 Stück an der Zahl, die in Zukunft berechenbare, planbare, robuste Orientierungsmarken darstellen sollen, wie man telemedizinische Projekte in Zukunft ausgestalten soll. Telemedizin und Robotik werden zentrale Themen bei der Medica Education Conference im November 2014 in Düsseldorf sein. In diesem erstmalig angebotenen Format sieht Professor Tschöpe eine Messe, die sozusagen einen Hotspot, eine Plattform für solche Leistungen darstellt, zu kombinieren mit einem Kongress, einer Tagung, die genau diese Inhalte versucht, inhaltlich zu besprechen, auch unter regulatorischen Bedingungen. Und ich glaube, dass das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein kann, weil ich persönlich von der Vision ausgehe, dass auch die Industrie oder alle Anbieter telemedizinischer Leistungen ein hohes Interesse an Planbarkeit, speziell in der mittelfristigen und langfristigen Planung ihrer Angebote haben.